Legion, der Personality Talk, wird präsentiert von O2 Business. Ausgezeichnetes Netz für Ihr Business. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ja, heute habe ich einen Gast bei mir, den ich Ihnen jetzt mit ins Wohnzimmer bringe. Sie werden ihn wahrscheinlich kennen. Also sein Name ist Wolfgang Pauritsch, er ist Auktionator. Aber wenn Sie jetzt einfach mal, Herr Pauritsch, Ihr Leben jetzt im Elevator-Pitch beschreiben, wie viele Stockwerke müsste man da fahren? Wahrscheinlich 80, 90, oder? Stockwerke. Das Schöne ist, glaube ich, wenn man von ganz unten kommt und dann Erfolg hat, und ich glaube, ich kann sagen, ich habe Erfolg, dann schätzt man das ganz anders. Weil ich bin bei den Großeltern aufgewachsen in der Steiermark. Die hatten nicht viel, aber ich hatte eine wunderschöne Kindheit, weil ich habe nichts vermisst, weil ich das nicht kannte. Mhm. Bei uns war das Klo ein Blumsklo im Freien. Und es war eine Wasserleitung im Raum. Kein warmes Wasser? Kein warmes Wasser. Ja. Und die Oma hat in der Früh um 5 Uhr den Ofen angemacht, Holzkohleofen. Und da war so eine... So ein Greindl oder so, ja? Ein Greindl, aus dem haben wir gegessen. Aber es war eine verzinkte, so ein großer Topf. Da wurde das Wasser erhitzt. Und dann gab es eine Lavour, französisch. Und da hat am Sonntag sich die Oma reingesetzt. Und dann ist die raus. Und dann hat sich der Opa reingesetzt. Und zum Schluss, wo der Schmutz schon oben schwamm, da kam der Enkel und hat sich gewascht. Also es war wunderschön. Und ich kannte nichts anderes. Somit habe ich nichts anderes vermisst. Und heute kann ich mich glücklich schätzen, in vielen guten Hotels abzusteigen. Und da sind die Badezimmer so groß, wie unsere ganze Wohnung damals war. Dennoch schätze ich es, so aufgewachsen zu sein. Aber bleiben wir mal erstmal, was haben Sie alles gemacht? Sie waren also beim Bundesheer? Zuerst habe ich eine Lehre gemacht. Ich bin Installateur und habe eine komplette Schlosserausbildung mitgemacht. Das war eine Lehrwerkstatt mit 25 Lehrlingen pro Lehrjahr. Und da lernt man Schweißen, Drehen auf der Drehbank. Ich habe Wick, Autogen, CO2, Elektroschweißen, Spiegelschweißen, Rohrschweißen, Rechtschweißen. Das habe ich alles mitgelernt. Wir haben die Bohrer selber geschliffen. Wir haben Gewinde geschnitten an einer Drehbank. Das machen die heute, glaube ich, gar nicht mehr so intensiv wie damals. Und dann habe ich das Bundesheer gemacht. Also nach der Lehre habe ich eine Gesellenprüfung gemacht. Die habe ich bestanden. Dann bin ich zum österreichischen Heer. Und da ist natürlich dann 1990, wo ich eingerückt bin, 1991, da ist der Jugoslawienkrieg ausgebrochen mit Milosevic, Mladic und Karadzic, die Schlechter von da unten. Ja. Und dann war auf einmal Alarm und ich war Panzerfahrer und dann hat der österreichische Staat nicht gewusst, wie sie reagieren sollten. Und dann haben wir die Grenze zu Jugoslawien dicht gemacht, also im Raum Spielfeld. Und da stand ich dann mit meinem Panzer. Und wir haben die Flüchtlinge aufgefangen und haben sie notversorgt. Das Schlimme war, wir hatten alle Angst, weil wir haben in der Nacht die Skat-Raketen gesehen und es war, wir haben die Bomben gehört, obwohl es weit weg war. Das war ein ungutes Gefühl, aber heute muss ich sagen, es war ein schönes Erlebnis eigentlich, aber so, wer hat das schon erlebt? Aber der Krieg ist was Furchtbares, also auch was heute da läuft, ich bin da... Und es gibt keine Gewinner. Keine Gewinner. Es gibt nie Gewinner. Es geht meistens um Macht und um Habgier und so. Also eigentlich geht es uns Menschen so gut, aber... Ich habe das damals mit 19 Jahren mitgemacht und das war schon prägend ein bisschen. Dann waren Sie Chauffeur, Sie waren also Installateur, Nachtwächter, Hundeführer, Detektiv. Spannend. Ja, Sie müssen sich vorstellen, ich war dann mit 20 Jahren, habe ich eine tolle Frau kennengelernt und das war eine Adlige. Große Liebe, oder? Ja, große Liebe. Ich war 20, die war 26, die hatte schon 3 Kinder. Ja. Und wie gesagt, eine Adlige und mit der bin ich einmal einkaufen gegangen für sie, für die Windeln, für die Kinder und Hundefutter und Pferdefutter und mein Lohn war weg. War weg. Und der Vater von der hat mir dann schnell beigebracht, der hat mir einmal gesagt, hör mir mal zu, der was mit meiner Frau das Bett teilt, der hat sie auch zu ernähren. Da ist mir das Butterbrot aus dem Mund gefallen, aber ich wusste, hoppala, wenn du diese Frau halten willst, musst du etwas tun. Und dann habe ich versucht, im Raum Kitzbühel einen Job zu finden, aber die haben damals auch nicht mehr bezahlt als 7.000, 8.000 Schillinge, das waren 1.000 Mark. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja in der Nähe von Deutschland und ich habe immer schon gehört, dass in Deutschland bessere Löhne sind. Und dann habe ich die Münchner Zeitungen gekauft und habe so Stellenangebote gesucht und auch gefunden.
Mein erster Beruf, den ich damals gemacht habe, dann habe ich, weil ich Installateur war in einer Installationsfirma, habe ich Säuren gemischt. Das war in Feldkirchen bei München. Nur das waren so ätzende Säuren wie Salpetersäure. Da musste ich einen Anzug anziehen und eine Gasmaske und ich habe mich ständig übergeben. Da habe ich gewusst, das ist es nicht. Und dann war das eben in der Wach- und Schließgesellschaft, die haben einen Nachtwächter gesucht. Und da kriegst du dann Wochenendzuschlag, Erschwerniszuschlag, Feiertagszuschlag. Auch Auto wahrscheinlich, oder? Nee, Auto nicht. Ganz sicher. Nein, aber das habe ich damals gemacht im Klinikum am Biederstein. Das war meine erste Station. Und auf einmal hatte ich schon 3000 D-Mark im Lohnsack. Aber noch immer die Adelige. Noch immer die Adelige und ich bin hin und her gefahren. Ja, ja, natürlich. Und somit konnte ich schon ein bisschen mehr bieten. Ja. Und bei dieser Firma dann, diese Wach- und Schließgesellschaft war es zuerst, dann Rabkacher Sicherheit, hat mich dann immer Springer eingesetzt. Mhm. Dann war ich einmal SIPO, das ist Sicherungsposten in der Landsberger Straße, da habe ich die ICE-Ziege bewacht. Dann war ich in der Untersberger Straße in der Asylantenheimbewachung, das war auch nicht so schön. Da sollten wir die Asylanten vor den Rechtsradikalen schützen, nur uns Wärter hat keiner vor den Asylanten geschützt. Das war, wir durften keine Waffe tragen, wir hatten nur einen Knüppel und die waren meistens zu dritt und zu viert. Das war schon manchmal unangenehm. Aber auch das ist alles prägend alles fürs Leben. Lernen, ja, genau. Lernen. Und dann Leben lernen. Das Schönste war, dann ist der Chauffeur von Professor Willi Daume ausgefallen und da durfte ich eine Woche für den fahren. Der große Präsident. Ehrenpräsident des Olympischen Komitees, der war ja damals als Olympischen Spiele 72 war. Wie hieß er? Willi, glaube ich. Willi Daume, genau. Ja. Der war damals schon krank, der hatte schon Thrombose in den Beinen. Aber war ein toller Mensch. Wahnsinn. Und wissen Sie, warum der mich ausgesucht hat? Nein. Weil ich meine Bewerbung per Hand geschrieben habe. Schön. Und die anderen alle schon mit Schreibmaschine und so. Und waren ich Sie es heute auch noch so? Na, ich schreibe Briefe immer mit der Hand. Nur es war aus der Not heraus, weil ich keine Schreibmaschine hatte. Toll. Glück. Einfach. Können Sie sich noch erinnern, welchen Wortlaut Sie geschrieben haben? Ja, das war eine Bewerbung, die mir quasi die Wach- und Schließ vorgegeben hat. Und da sollte ich reinschreiben, was ich bislang gemacht habe. Und dann habe ich auch gehört, dass er einen großen Mercedes fährt. Und dann habe ich auch unter anderem reingeschrieben, und dass es für mich eine Ehre wäre, mal einen Mercedes zu fahren. Ja. Und das hat ihm irgendwie gefallen. Und dann durfte ich diese Woche für ihn arbeiten und habe ihn immer nach Hause gefahren. Aber jetzt kommen wir einfach mal. Irgendwann wurden Sie entdeckt von einem ZDF-Redaktor. Ja, ich bin Versteigerer jetzt seit 30 Jahren und seit 2007 habe ich einen Titel, das heißt, ich bin allgemein öffentlich bestellt und vereidigt Auktionator. Mhm. Das unterscheidet die Auktionatoren von den anderen. Ich darf Insolvenzen versteigern, ich darf Fundsachen versteigern, ich darf Pfandsachen versteigern. Also das darf man nur, wenn man öffentlich bestellt und vereidigt ist. Und Sie sind auch vereidigt für Deutschland, für Österreich? Für in Österreich mache ich das auch, aber hauptsächlich in Deutschland. In Österreich heißt es noch ein bisschen anders. Ja. Das ist eine besondere Qualifikation und du wirst vom Kreisverwaltungsreferat dann eben geehrt. Ja. So ein kleiner Ritterschlag. Ja, ja. Das ist ein sehr schöner Titel und dadurch habe ich mehr Aufträge bekommen, weil es gibt nur ein paar hundert in Deutschland. Ja. Und wenn du 65 Jahre alt, gibst du diesen Titel ab, dann kommen wieder Junge noch. Mal. Und ich habe für ein Schloss, versteigere ich auch schon seit Jahren, das ist das Schloss Kaup in Sulzburg. Und da versteigert der Chef selber, nur wenn der Pause macht, braucht er einen zweiten Auktionator. Und das bin meistens dann ich oder ein anderer. Und da war mal einer vom ZDF und der fand das irgendwie lustig, wie ich das gemacht habe, weil der Herr Kaup ist eher ein bisschen trocken und ich bin ein bisschen Showbusiness, sage ich mal, wenn ich das so sagen darf. Ja, und dann kam eben die Idee, eine Sendung zu machen, Bares für Rares. Und da brauchten die damals 5 verschiedene Charakterköpfe. Und ich war in einem Gremium von 50, wurde ich dann auserwählt, weil der mich empfohlen hat damals. Also das war ein reiner Glücksfall. Und die Sendung sollte damals 5-mal im Jahr gedreht werden und alle paar Wochen am Sonntag ausgestrahlt werden. So fing das an 2013. Da war der Lucky noch dabei, oder? Der Lucky, der ist jetzt in Rente. Ja, der war Fabian, ja auch irgendwie ein Typ. Lucky ist ein toller Typ, mit dem komme ich immer noch klar. Der wird jetzt 81 Jahre alt. Der hat eigentlich nur aus einem Grund aufgehört. Wissen Sie, Sie müssen sich vorstellen, 81 Jahre alt, dann kam Corona. Ja. Dann mussten wir uns selber schminken. Wir durften nicht mehr geschminkt werden. Wir mussten uns selber verkabeln. Ja, ja. Wir mussten uns selber anziehen, die Schuhe binden. Und das hat man ihm immer geholfen. Ja. Und auf einmal war das alles nicht mehr. Und dann hat er gesagt, Leute, nicht böse sein. Ich mache das jetzt so viele Jahre. Ich gehe weiter noch auf eine Flohmärkte. Die Werbung hat er immer noch. Wenn der am Flohmarkt heute steht. Kennt ihn jeder, oder? Jeder kennt ihn. Der Lucky, so wie Sie. Das ist einfach Handstand-Lucky. Sie kennen wir auch. Sie sind Fernsehen ist ja Gesicht. Ja. Aber Sie machen das auch wirklich sehr. Sie haben irgendwie Stil. Sie sind ein Herr. Ich bedanke mich, dass Sie das sagen. Aber
am Anfang bei der ersten Sendung saß ich nicht in der Mitte. Da saß der Ludwig in der Mitte. Und der Ludwig lässt sich natürlich nicht das Wort verbieten. Nee, und nee, nee. Am ersten Drehtag war das wirklich so, dass der Regisseur gesagt hat, es geht nicht mit euch, weil keiner, wir wussten ja nicht, wie es funktioniert. Ja. Keiner hat den anderen ausreden lassen. Ja. Und dann habe ich was gesagt, während der Ludwig noch nicht ausgeredet hat, sagt er, schwätz mir nicht, nein, wenn ich rede. Und dann sind wir natürlich schon zusammengezuckt. Genau. Und der Regisseur hat gesagt, aus, Schluss. Schluss, geht nicht. Wolfgang, bitte, du bist doch ein Auktionator, kannst du dich einmal in die Mitte setzen und das ein bisschen dirigieren? Cool. Dann habe ich mich hingesetzt, sage ich, hallo, gnädige Frau, was haben Sie hier für eine Vase? Ludwig, schau du dir mal die Vase an. Dann hat er geredet, dann sage ich, also Ludwig, jetzt gehe ich mal Mediator die Farbe an die Vase. Mediator. Ja, damit Ruhe reinkommt. Ja, ja, ja. Und dann hat der Regisseur gesagt, es gefällt mir noch nicht ganz, aber wenigstens kann man es schneiden. Ja. Weil wenn zwei Menschen gleichzeitig reden, kann man geht das nicht schneiden. Ja, klar. Und das habe ich dann versucht. Und ja. Seitdem, ja, seit der ersten Sendung sitze ich jetzt quasi in der, ja, Mitte. Jetzt gibt es ja noch den Horst, der ja auch irgendwie ein cooler Typ ist. Ja. Ja. Und wie ist denn das, wenn ihr so euch vorbereitet? Ich meine, manche sagen ja, das ist alles abgesprochen, ist aber nicht so. Es ist überhaupt nichts abgesprochen. Ja. Also es ist Fakt, dass die Experten wissen schon per Foto und per Mail ein, zwei Tage, wer kommt und was kommt. Ja. Somit haben die Möglichkeit zu recherchieren. Ja. Die können nicht jede Zahl aus dem FF können, das geht gar nicht. Also die Experten haben Zeit, am Abend wissen die schon, welche Fälle am nächsten Tag kommen. Aber die Menschen kennen sie noch nicht, oder? Nein, nur auf dem Foto. Nur am Foto. Sie sehen die Foto, ja. Frau Huber kommt, ja, und hat eine Vase dabei, ja, aus Jugendstil. Und dann können die anhand dieser Vorexpertise, die es gibt, schon ein bisschen recherchieren. Ja. Sie haben es noch nicht in der Hand, aber, ja, sie haben Fotos. Wir Händler, ich schwöre Ihnen bei meinem Leben, wir wissen nicht, wer kommt und, ja, was die mitbringen. Deshalb machen wir auch so viele Fehler, aber das ist ja gut, damit wir Fehler machen. Aber trotzdem, damit das trotzdem, ihr habt immer schon auch, sagen wir mal, was die Experten so vorlegen, da seid ihr schon irgendwie, da möchte ich jetzt mal drauf kommen, Sie haben ja auch eine unglaubliche Expertise, Sie selbst. Ja, also aber bei mir, ich habe sie nicht theoretisch, ich, ja, habe leider nicht Kunstgeschichte studiert, aber ich habe zwar Fernstudien gemacht, ja, für Antiquitäten. Aber wir machen Fehler und da muss ich eines sagen, der ZDF schützt uns. Ja. Was glauben Sie, wie oft ich schon einen Stiefel dahergeredet habe, ja, wo ich dann denke, oh Gott, ja, dann schneiden die das so zusammen, dass du nicht ganz so doof aussiehst. Also sie lassen uns gut dastehen. Ja. Sie müssen sich vorstellen, ein Fall dauert ungefähr 10, 13 Minuten und der wird auf 4 Minuten zusammengeschnitten. Ja. Ja. Somit hat man Luft. Ja. Und die Sendung schneiden, das sind Künstler. Ja. Weil die bringen es so, auch wenn einmal ein Verkäufer bumpig wird, was mal passiert, das wollen die nicht zeigen. Das schneiden, ja, die raus. Und dann wiederholen wir das Aber Ganze. Wie, Herr Parutsch, wie ist das? Das ist ja, Sie schauen sich ja auch die Leute an. Also die jetzt noch nie im Fernsehen waren und jetzt kommen die rein, manchmal sind schön angezogen oder manchmal unmöglich angezogen, was auch immer. Das sind ja alles Menschen aus dem Leben, so wie du und ich. Ja, die, genau. Wie wichtig ist da so, wie also, bei einem Richter im Grunde, dass man sagt, also weiß der jetzt überhaupt, was die Vase wert ist oder der Ring oder was auch immer, wie wichtig ist das? Das haben Sie gut beobachtet, Herr Lischen. Ich sage, ich schaue die übrigens gerne. Also ja, das macht aber das immer Spaß. Und die hat mega Quote, die Sendung. Millionen. Wahnsinn. Ja, es ist, wissen Sie, in der heutigen Zeit, es ist kein Mord und Totschlag. Meistens geht es gut aus und es ist informativ. Ja. Und wir haben Zuschauer von 12 Jahren bis 100. Ja. Und was ich so toll finde, ist, die Großeltern interessieren sich natürlich mehr, aber ich höre immer wieder von älteren Herren, durch die Sendung kommt dann einmal der junge Enkel mit 12, 14 Jahren und sagt, wie Papa oder Großvater, ihr hattet nichts zu essen nach dem Krieg, wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Und dann hat auf einmal der Großvater ein Thema mit ihm und sagt, ja, ich hatte eine Goldmünze und da habe ich beim Bauern dann Fleisch und Wurst kaufen können, nur weil ich Gold hatte. Das ist auch Zeitgeschichte, die Absolut, Sendung. Aber die Jungen interessieren sich dafür, durch diese Sendung. Ja, ja. Das hat viel Gutes. Ja. Also, und es ist informativ. Ich lerne bei jeder Sendung dazu. Und die Expertin, also jetzt die zum Beispiel die hübsche Dame da, die also. Ja, mehrere hübsche. Die Heidele Zipazabel zum Beispiel. Aber mit denen habt ihr auch ein gutes Verhältnis? Absolut, aber wir dürfen uns halt nicht vorher treffen. Reden. Wir dürfen uns nicht mal treffen. Ja, ja, ja. Wir haben sogar getrennte Hotels, damit keine Absprache stattfindet. Weil. Vielleicht passiert es einmal, dass man abends eine Flasche Rotwein trinkt und dann sagt man, morgen kommt das und das. Das ist absolut verboten. Ja. Wenn das sein sollte, kriegen wir eine Abmahnung und dann ist auch Kündigung da. Ja, ZDF ist da ein sehr konservativer Sender und das finde ich gut. Wenn das nicht so wäre, wäre ich nicht so lange dabei. Ja. Und Sie sind seit 2013 dabei, oder? Wir drehen jetzt bald 10 Jahre. 10 Jahre, ja. 2013 haben wir die ersten Folgen gedreht und die wurden im Sommer 2013 ausgestrahlt. Ja. Und mittlerweile haben wir, ich glaube,
1500 Sendungen gedreht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt sagen Sie doch mal ein bisschen was über den Beruf des Auktionators. Ja. Das ist ja, da braucht man also Rhetorik. Man muss die Menschen ja heiß machen, ja. Auktionator werden kann jeder. Wenn Sie sagen, ja. Sie möchten Auktionator ja. werden und Sie haben ein gutes Führungszeugnis, Sie haben keine Konkursversicherung. Ist nicht geschützt, nicht. Der Beruf in Nein, dem Sinne. Dann können Sie zum Kreisverwaltungsreferat gehen, mhm. können es beantragen. Mhm. Und wenn Sie dort eine zweistündige Prüfung mit Paragraphen, muss man ein bisschen lernen, schaffen, dann dürfen Sie sich mhm. Auktionator nennen. Das ist dann aber nur ein amtlich zugelassener Auktionator. Das ist wie ein Marktschreier, der mhm. sagt, jetzt bin ich da und ich darf das. Mhm. Wie gesagt, ich habe diese spezielle Qualifikation, die öffentliche Bestellung und Vereidigung, aber die kriegst du nur, wenn du hauptberuflich Auktionator bist. Mhm. Wenn du in diesen Jahren mehrjährig dein Geld damit, dein Brot damit verdienst und auch keine Verstöße hattest, dann darfst du zur Prüfung antreten, mhm. musst auch die Sachkunde nachweisen, in meinem Fall war das eben die Fernstudien, dann wirst du da auch getestet ja. und dann kannst du diesen Titel erlangen. Aber Auktionator werden im Prinzip kann jeder, mhm. der nichts Böses in seinem Leben mhm. verbracht hat. Mhm. Der muss halt geregelte Vermögensverhältnisse mhm. haben und es muss passen. Mhm. Aber wenn jetzt einer Auktionator werden will, los. Ja, Herr Pauritsch, wie sind Sie denn einfach Auktionär geworden? Auktionator. Auktionator, das war ein richtiger Zufall. Ich war damals noch bei der Firma Wach- und Schließgesellschaft, mhm. sprich Rabkacher, als mhm. Sicherheitsmensch angestellt. Und da war ich Securitas in diesem Auktionshaus. Und da war ich mit Anzug und Krawatte, ein schöner Beruf, ein sauberer Beruf. Ich ja. musste nur aufpassen, dass keiner was klaut. Mhm. Oder wenn zum Beispiel der Werttransport kam und die Tagesannahmen abgeholt haben, musste ich das begleiten. Und die Löhne wurden damals noch wöchentlich ausbezahlt mit Bargeld. Und das habe ich alles immer beobachtet, dass nichts passiert. Und eines Tages war eine große Teppichveranstaltung geplant. Ich glaube, es war ein Samstag und da wurde eine riesen Werbung geschalten in einer Münchner Tageszeitung. Und um 11 Uhr war der Saal voll mit 50, 60 geladenen Gästen. Es waren die schönsten Teppiche, wurden mhm. zusammengetragen für diesen Tag. Und auf einmal ruft die Auktionatorin den Chef an und sagt, ich kann nicht kommen, ich liege mit 40 Grad im Fieber im Bett, ich habe keine Stimme und ich muss absagen. Also, oh Gott, da hat er den zweiten Auktionator versucht anzurufen. Der war auch nicht da. Der hatte damals noch kein Handy, der ja. war im Urlaub auf Mallorca ja. und so. Und der war kurz davor, das Ganze abzubrechen und ich habe das mitgekriegt. Und da bin ich damals zum Chef hin und sage, ich bin zwar kein Auktionator, ich bin jetzt einige Wochen hier, ich traue es mir zu. Wunderbar. Bevor Sie die Leute nach Hause ja. schicken, soll ich das versuchen? Und dann sagt er, ja, glauben Sie, dass Sie das schaffen? Sag ich, ja, ich habe ein paar Wochen Erfahrung, aber wollen Sie die Leute nach Hause schicken? Dann war der natürlich nervös und da bin ich hoch ans Mikrofon und habe gesagt, meine Damen und Herren, ich bin nur der Ersatzauktionator heute, weil der richtige Auktionator ist krank. Aber wir werden das schon hinkriegen. Da sage ich, was haben wir denn als erste Nummer? Ah, ein Orientteppich. Die zwei Jungs haben den hochgehalten. Hier steht ein persischer Nain, Korkwolle mit Seide geknotet. 300.000 Knoten habe ich runtergelesen. 2x3 Meter, Schätzpreis 5.000 Mark. Ich darf bei 2.500 beginnen. Und auf einmal war die erste Hand da. 2.500 die Dame, 2.700 der Herr, 3.000 zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Den ersten Teppich im Leben verkauft. Und die Leute haben geklatscht, toll. Weil ich so unbeschwert ja, war. Ja, ja, ja. Und ich habe nicht versucht, aber haben Sie gemerkt, dass das eine Riesenchance für Sie wird? Ja, natürlich. Ich dachte, wie schnell kann man den 3.000 Mark einnehmen? Ich arbeite da einen ganzen genau, Monat dafür. Es gibt ja so viele Menschen, die stehen vor der Chancentür, machen sie nicht auf. Ja, sie haben sie aufgemacht. Und so ging das halt eines nach dem anderen. Manches habe ich verkauft, manches habe ich nicht verkauft. Und die Jungs, die mochten mich, die ja. da hochgehalten haben, die fanden das toll. Und währenddessen ich da versteigert habe und der Chef des Hauses hat das mitgekriegt, der ist nach einer halben Stunde sofort in den ersten Stock. Der hatte damals schon einen Computer, ich werde es nie vergessen. Der hieß Artari. Mhm. Der Bildschirm war 30 x 20 cm, aber einen Meter tief. Ja, ja. So ein graues, so. Uraltes, ja, ja, schwarz-weiß ja. Ding. Und da hat er schon geschrieben. Artari klingt irgendwie iranisch oder so. Irgend sowas, ja, genau. Ich weiß es nicht mehr. Der Herr Pauritsch kündigt ja. bei der Wach- und Schließgesellschaft. Die 3 Monate Kündigungsfrist ist er bei mir als Sicherheitskraft. Dann bezahle ich ihm seine Prüfung. Dafür verpflichtet Voll. Er sich, ein Jahr bei mir zu arbeiten. Und er kriegt von mir ein Fixum von 5.000 Mark wow. plus Umsatzbeteiligung. War da die Adelige noch im Spiel? Selbstverständlich. Die war noch da. Die war auch die treibende Kraft, oder? Irgendwie ja. Nur wissen Sie, bei mir zu Hause in Österreich, in der Steiermark, hätte ich mich das wahrscheinlich nicht getraut, weil ich dachte, die kennen mich alle. Alle ja, ja. In Deutschland hatte ich keinen Verwandten, ja, ja. keine großen Freunde, die mich kannten. Was sollte mir denn passieren? Ja. Wenn ich scheitere, dann scheitere ja, ich. Nach jedem ja. Fall kommt wieder ein hoch. Kommt wieder, genau. Und das war mir irgendwo, ja, ja. und ich habe es von der Seele geredet. Aber Sie sind ja auch so ein Motivator.
Das war nicht damals, aber stimmt noch nicht. Ja, aber Sie können Menschen irgendwie auch lesen, irgendwie ja, die Emotionen zu... Ich war schon Klassensprecher in der Schule, ja, wenn genau. Sie mich so fragen. Und ja. Beim Fußball war ich der Kapitän. Ja. Vielleicht habe ich das schon ein bisschen von daher. Jetzt lassen Sie uns doch mal, Sie haben ja auch jetzt ein Unternehmen, Sie machen mit Antiquitäten. Antiquitäten, beschreiben Sie das mal. Warum sind Antiquitäten einfach... zeitlos, also, Sie machen schon Atmosphäre, ja? Also eine Antiquität ist erst dann eine Antiquität, wenn sie mindestens 100 Jahre alt ist. Wenn ein Gegenstand nur bis 50 Jahre, sagen wir, ist neu, von 50 bis 100 ist er alt und ab 100 ist es eine Antiquität. Nur die Mode vergeht, aber der Stil bleibt vorhanden. Es gibt Dinge, die sind zeitweise total in und dann nicht mehr, dann kommen sie wieder. Ein typisches Beispiel sind jetzt diese grellen Farben der 70er Jahre. Gelb, orange, rot. Bei den Autos hat man in den 70er Jahren gesagt Signalfarben, weil die so schnell war, damit du sie von Weitem schon siehst. Ja. Die kleinen BMWs. Es gibt heute Möbel aus orangem Kunststoff. Das haben wir früher auf den Wertstoffhof geworfen. Ja. Heute sind die Leute heiß drauf. Auch diese Formen, die Stühle. Es ist enorm. Momentan ist das der Hype. Es gibt Dinge, die haben sehr dazu gewonnen, wie zum Beispiel Juwelen, Silber, Bronzeskulpturen oder moderne Kunst, der Expressionismus, der Impressionismus, der ist heute total im Kommen. Was total verloren haben, sind Puppen, Zinngegenstände, Pelzmäntel, Orientteppiche will keiner mehr haben, schwere Möbel. Das hat momentan keine Renaissance, keine Wiedergeburt, das ist momentan abgeschoben. Ja. Ich nehme keine Puppen mehr an, weil die Leute es nicht kaufen. Aber ich bin mir sicher, dass das in 10, 20 Jahren kommt wieder ganz wieder, anders ist. Das ist vielleicht heute dann, oder die Antiquität der Zukunft. Da kann ich nicht in die Kugel schauen und weiß es nicht. Aber schöne Dinge kann man immer verkaufen. Und auch die jungen Leute, ich spreche jetzt die 30, 40-Jährigen, die fangen jetzt an, modern mit alt zu mischen. Einen alten Schrank, ein modernes Bild, einen alten Teppich. Und das macht den Kick. Das Mischen, ich glaube, das ist das Gute. Aber auch, so, Sie sind ja auch... Innenarchitektmäßig gut unterwegs. Also zum Beispiel Vorhänge können ja unglaublich Atmosphäre machen. Wahnsinn, das machen wir auch Licht. Ja? Also einfach eine Lampe mal von links nach rechts. Wie sind Sie denn zu Hause aufgestellt? Wie sind denn Sie eingerichtet, wenn ich so in zu Hause hat das absolute Zepter meine Frau in der Hand. Die entscheidet das. Wir haben schon ein paar Antiquitäten mit modernen Sachen gemischt. Aber ich bin froh, dass wir nicht zu viele Antiquitäten haben, weil sonst schlafe ich ein und versteigere die ganze Nacht im Traum noch. Ich bin froh, wenn ich mal abschalten kann. Und meine Frau hat da eine riesen Kuschelcouch und die hat da die Bilder, die ihr gefallen. Also da hat sie volle freie Hand. Und wenn sie sagt, sie möchte das Bild nicht mehr haben, dann tausche ich es aus. Aber ich habe mich da wirklich zurückgezogen. Ich liebe die heimische Atmosphäre und das können Frauen eben sehr gut. Herr Pauritsch, was sind Sie für ein Mensch? Ich glaube, ich bin ein sehr großzügiger Mensch. Ich verschenke lieber, als dass ich beschenkt werde. Es macht mir Freude zu schenken. Und ein großes Herz. Ich glaube ja, aber das mache ich gerne. Und am meisten ist es dann schön, wenn man schenkt, wenn es andere nicht sehen. Ein Beispiel meiner Mama. Meine Mama ist so eine bescheidene Frau und letztens wusste ich nicht, was ich ihr schenken soll. Und dann in einem Gespräch habe ich mitgekriegt, dass sie neue Winterreifen bräuchte. Und dann habe ich das ganz geschickt angestellt und sagte, du Mama, kann ich mal mit deinem Auto fahren? Sagt sie, ja natürlich, sie geht eh noch zum Kochen und so. Dann bin ich zu einem Reifenhändler gefahren und sage, sie, passen Sie mal auf, ist es möglich, binnen einer Stunde für dieses Fahrzeug 4 neue Winterreifen zu besorgen? Das geht nicht, die muss ich bestellen. Sage ich, gut, dann fahre ich zum nächsten oder telefonieren Sie. Einen Moment. Geht nicht, gibt's nicht. Genau. Er hat zweimal telefoniert und sagte, Herr Pauritsch, eine Stunde kriegen wir hin. Jetzt hat er mir 4 neue Winterreifen draufgezogen und ich habe der Mama natürlich nichts gesagt. So. Und hat sie es gemerkt oder so? Nein, natürlich nicht. Und meine Mama macht dann einen Termin aus bei ihrem Reifenhändler und fährt dann hin und guckt er meine Mama an und sagt, sind Sie mir nicht böse? Diese Reifen sind nagelneu. Sagt sie, Sie haben doch das letzte Mal, das waren nicht die Reifen. Und dann ist er erst eingefallen, dass das war der Sohnemann. Ach, schön. Und diese Freude war natürlich riesengroß. Sie hat sich entschuldigt bei dem Reifenhändler wegen dem Termin. Aber so kann ich meiner Mama eine Freude machen. Und ich weiß, sie schätzt das auch. Und deshalb, es kommt nicht auf die Summe drauf an, es kommt auf die Idee drauf an. Ja. Und Ideen habe ich viele. Ja, ja. Und vor allen Dingen, Ideen entstehen ja auch durch saubere Kommunikation. Sie sind natürlich jemand, der ein bekanntes Gesicht ist, aber die Menschen,
merken das. Ja? Und ich denke, Sie sind auch nicht jemand, der so nach Manuskript spricht, sondern das ist in Ihnen. Das ist in Ihnen. Kann ich gar nicht. Oder wenn ich merke mir das nicht. Wenn Sie dann auch irgendwie so bei Bades Ferraris, wenn jemand dann irgendwie glücklich ist, dass er eben den Betrag ersteigert hat, dann wünschen Sie ihm noch alles Gute. Es kommt aber viel auf Sympathie drauf an. Wenn jemand reinkommt und der hat schon ein Lächeln im Gesicht und man merkt, es kommt nicht gar nicht so auf das Geld drauf an, er will nur, dass die Vase in gute Hände kommt, dann macht es doch viel mehr Spaß, mehr Geld auszugeben. Ja. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind von vornherein unsympathisch. Die schimpfen dann schon und jetzt muss ich schon wieder und das Licht blendet mich und abtupfen. Wenn das solche Menschen sind, dann biete ich nicht so gerne. Ja, ja. Also die Sympathie spielt schon eine große Rolle. Wie im Leben überhaupt. Ja. Also wenn bei uns jemand etwas gut verkaufen will und er ist sympathisch, hat er wesentlich größere Chancen. Lassen Sie uns noch über Horst Lichter reden. Der ist ja, ich habe mit ihm auch gestern beziehungsweise über LinkedIn, er ist ja auch so ein kommunikativer Mensch. Ist er. Also wie ist es? Geht ihr auch mal ab und zu mal ein Trinken oder so mit der Mannschaft? Das Problem ist das, wir sehen uns kaum. Aha. Weil, Sie müssen sich vorstellen, früher haben wir eine Sendung gemacht und das hat 2 Tage gedauert. Da hatten wir Zeit in der Pause zu reden oder Mittag zu essen. Jetzt ist es eine Maschinerie geworden. Wir drehen am Vormittag 6 Verkäufe, sprich eine Sendung, und am Nachmittag auch. Das heißt, bevor die Sendung beginnt, sind die Experten und der Horst Lichter am Set, werden schon geschminkt. Okay. Und dann fangen die den ersten Fall schon an zu drehen. Ja. Da drehen wir noch gar nicht, da werden wir Händler erst geschminkt. Wenn die mit dem 6. Fall fertig sind, kriegen die ihr Essen. Und dann erst wir. Und währenddessen wir essen, fangen die wieder an, die 6. Fälle. Das heißt, der Horst Lichter und die Experten sind am frühesten am Set, können aber auch am frühesten nach Hause. Arbeiten wir noch. Ja. Und deshalb sieht man sich sehr selten. Aber der Horst Lichter ist so, wie er ist. Man muss ihn halt kennenlernen. Der hat auch seine guten und seine Macken, sage ich einmal. Das hat klar, wahrscheinlich jeder. Der schreibt auch viele Bücher. Ja. Der macht auch noch eine andere Sendung mit Motorradtour. Ja, ja. Der geht seinen Weg und ich glaube, er ist mit sich selber zufrieden. Sie haben ja nun jetzt unglaublich viel Erfolg eingefahren. Wie gehen Sie damit um? Also das Einzige, was natürlich ein bisschen problematisch ist, dass wir jetzt im Laden vielleicht 50 oder 60 Menschen am Tag haben und früher hatten wir nur 5 oder 6. Aber also unserem Geschäft in Oberstaufen. Meine Geschäftspartner, die Leute, die Sie aus dem Fernsehen kennen. Die Frau Heringhorn und ich, wir machen das jetzt seit über 20 Jahren zusammen. Wir sind Geschäftspartner und viele kommen halt rein und meine Geschäftspartnerin steht drüber, aber manche sagen dann zu ihr, wo ist denn der Chef? So geht es schon einmal los. Ja. Dann sagt sie, der Herr Paurisch ist genau der gleiche Chef wie ich. Ja. Wenn Sie mich fragen, sage ich, ich bin nur der Prokurist, die Chefin steht hier. Ja, genau. Die lernen das dann auch. Ja. Viele wollen natürlich nur etwas wissen, die haben was zu Hause und wir machen das auch. Aber Sie auch auf Schätzungen? Oder Schätzungen, aber auf Termin. Ja. Weil wenn ich keine Termine machen würde, hätte ich keine Zeit mehr, um unsere Ware zu verkaufen. Natürlich. Und was ganz wichtig ist, die Stammkunden, die uns seit 20, 30 Jahren begleiten. Die darf man nicht vergessen. Genau. Für die gibt es ganz besonders viel Zeit. Mit denen gehen wir auch essen, zu denen fahren wir mal nach Hause. Die haben einen besonderen Status, weil die haben uns unter die Arme gegriffen, wo wir angefangen haben. Das darf man nie vergessen, weil am Anfang war es nicht leicht. Heute geht es von alleine, aber die Stammkunden werden nach wie vor auch immer hofiert. Beschreiben Sie doch mal, was ist Trödel? Das kann ja auch schön sein. Da kann ja auch mal so, jeder geht ja mal gern auf so einen Trödelmarkt und sagt, Mensch, vielleicht findet da was ganz Großes. Trödel ist für mich im kleinen preislichen Segment, was zwar hübsch ist, was es aber tausendfach mal gibt, aber keine Besonderheit ist. Das sieht man am Flohmarkt oft so. 10 Euro, 5 Euro, 20 Euro. Aber auch Trödel kann was Schönes sein. Das sind oft Gebrauchsgegenstände, die wir Menschen vergessen haben. Ich zum Beispiel habe immer einen Serviettenhalter, den ich in die Krawatte einstecke. Ach ja. Weil wenn Sie einen Fleck auf Ihre Krawatte kriegen, können Sie wegwerfen. Ja, klar. Wenn es das richtige Öl ist. Und das ist ein Krawattenhalter, das ist für mich ein kleines Accessoire. Damit die Krawatte sauber bleibt. Genau. Sehr gut. Das habe ich immer dabei. Aber es gibt auch viele kleine Dinge, die du am Flohmarkt findest, die ich als Trödel bezeichne. Kunst ist natürlich etwas Besonderes. Da sind wir schon im höheren Preissegment. Und Leidenschaft, das ist das, weil ich es gerne mache. Ja, ja. Ganz einfach. Das Buch habe ich eigentlich nur aus einem einzigen Grund geschrieben. Ich beantworte alle Anfragen. Das dauert zwar, viele kommen per Post, per Brief, viele Telefonate und viele E-Mails. Ich beantworte alles, aber ich beantworte jetzt gerade die E-Mails, die ich vor einer Woche gekriegt habe, weil das so einen großen Zeitraum in Anspruch nimmt. Nur die meisten Anfragen waren, Wolfgang, ich bin auch Schlosser. Wie werde ich denn Kunsthändler wie du? Ja, ja. Und dann habe ich das immer am Telefon erklärt oder geschrieben. Und heute sage ich,
Da gibt es ein Buch, das kostet 18,90 €, da steht alles drin, auf Wiederhören. Somit habe ich alles beantwortet und das war der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Jetzt, wenn man mal schaut, Sie haben sich einen tollen Namen gemacht, aber Sie haben auch einen guten Ruf. Es gibt ja manchmal Leute, die haben nur einen guten Namen, aber der Ruf ist manchmal irgendwie leider ein bisschen. Dieses Auktionator-Business, das macht Ihnen ja Freude. Das ist aber Leidenschaft. Ist Leidenschaft, oder? Sie sind da auch gebucht. Sie haben, glaube ich, jetzt kürzlich was ganz Tolles gemacht in Österreich. Was war da? Das war eine österreichische Auktionsorganisationsfirma von der Firma Leica, Fotografica Auktions. Und da ist eine Kamera versteigert worden, und zwar die erste Kleinbildkamera der Welt vom Erfinder der Kleinbildkamera, der heißt Oskar Barnack. Sie müssen sich vorstellen, der Oskar Barnack war ein kranker Mensch und er hat gerne fotografiert. Und früher gab es nur diese großen Plattenkameras mit dem Stativ und... Und der hat gerne die Natur fotografiert und er konnte dadurch dieses Schleppen, dieses Equipment nicht in die Berge tragen. Somit hat er als Tüftler dieses große Kameraformat in eine kleine Kamera eingebaut. Er hat es erfunden. Und das war 1914. Und da hat er dem Herrn Ernst Leitz, Leitz ist bekannt für Feldstecher-Mikroskope, hat er ihm das gezeigt. Und der war angetan von dieser Kamera, aber dann brach der Erste Weltkrieg aus. Dann hat die Firma Leitz nur fürs Militär hergestellt und dann war die Kamera ad acta gelegt. Nach dem Ersten Weltkrieg, in den 20er Jahren, hat der Oskar Barnack mit dem Herrn Leitz noch einmal gesprochen und sie funktionierte, die Kamera. Und da hat der Herr Leitz gesagt, der Herr Leitz ernst, ich riskiere es, wir bauen jetzt 20 solcher Kameras und versuchen, ob das rennt. Eine dieser Kamera war die persönliche von Oskar Barnack und da steht sein Name drauf. Eine andere von diesen 20 Stück wurde schon mal versteigert vor einigen Jahren für 2,4 Millionen Euro, weil das die erste Nullserie war. Und als jetzt diese Kamera im Juni diesen Jahres 2022 zur Versteigerung kam, war ich der glückliche Auktionator. War in Wien, oder? Nein, in Wetzlar, da wo die Kamera... In Wetzlar, wo Leitz ist. Ja, oder ist. Leica heißt nichts anderes als Leitz Kamera, die Abkürzung. Ja. Und die wurde dort versteigert, weil sie dort auch erfunden wurde vom Oskar Barnack. So, und der Chef von diesem Auktionshaus hat zu mir gesagt, es ist Krieg, es ist die Wirtschaft wackelt. Ich hoffe, dass wir jemanden finden, der diese Kamera jetzt zu diesem Zeitpunkt kauft. Und dann hat er mir auch gesagt, seine größte Freude wäre, wenn diese Kamera mehr bringen würde, als die eine Kamera 2,4 Millionen. Ja. Und er saß auch im Saal und es waren viele Prominente und ich habe da versteigert. Aber wie sind die da rangegangen? Das ist ja auch, also es ist ein Elfmeter ohne Torwart. Also ich habe gehofft, dass es Gebote gibt. Es waren noch keine Vorgebote. Aber wie haben Sie das gemacht? Also ich habe bei 1 Million begonnen. Ich musste die Schritte... Euro. Ja. Man muss die Schritte auswendig lernen. Ja. Von 1 Million bis 2 Millionen sind 100.000 Schritte. Von 2 Millionen bis 4 Millionen sind 200.000 Schritte. Von 4 Millionen bis 10 Millionen sind 500.000 Schritte. Was heißt das, 500.000 Schritte? Die Bieterschritte. 4 Millionen, 4,5. 5,5. Und zwar aus folgendem Grund. Weil Menschen auf der ganzen Welt im Internet mitbieten. Und das ist zeitverzögert, 1-2 Sekunden. Und der in Singapur weiß, wenn ich 4 Millionen aufrufe, gibt es nicht 4,1 Millionen, der nächste Schritt ist 4,5. Das wissen die, das wird ihnen vorgegeben. Und der Chef hat zu mir gesagt, vor der Auktion, sein größter Wunsch wäre, wenn man 2,4 Millionen überschreiten würden, weil dann würde überall in der Presse stehen, neuer Weltrekord. Und als ich die 2,4 Millionen geknackt habe, habe ich gesehen, wie er ganz in der ersten Reihe so die Faust macht und sagt, yes, wir haben einen neuen Weltrekord. Und dann ging es aber bis 4 Millionen. Wow. Und dann bis 5. Und dann bis 10. Und dann bis 12 Millionen Euro. Mein Hammer fiel bei 12 Millionen Euro. Und wissen Sie dann, wer das auch gekauft hat? Ja, es war ein Sammler, der sitzt in Japan, der hat ein eigenes Museum und dort ist diese Kamera ausgestellt. Hammerpreis, Sie vorher nicht oder so? Nein, der Hammerpreis 12 Millionen bedeutet, es kommen noch 20% drauf. Im Endeffekt musste der neue Besitzer 14,4 Millionen für diese Kamera bezahlen. Unglaublich. Aber was hat das für Sie bedeutet? Das ist doch auch nicht... Ich hatte sowas noch nie in meinem Leben. Ich habe solche Beträge nicht. Ich habe gezittert wie ein kleines Kind. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und war es ja auch videomäßig... Voll. Es war überall auf der Welt zu sehen. Und das war auch dann ein Riesenerfolg in den Zeitungen, in den Medien, im Fernsehen.
Und jetzt stehen wir im Guinness-Buch der Rekorde, weil wir die wertvollste Kleinbildkamera der Welt versteigert haben. Das ist doch ein Erfolg. Unglaublich. Das Schlimme ist, ich habe keine Umsatzbeteiligung. Ja, eben. Aber, das ist nicht schlimm, aber das Erlebnis selber, ich kriege immer ein Fixum. Ja. Aber dieses Erlebnis, wer hat denn sowas schon? Das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Und Sie haben das auch videomäßig alles... alles. Ist, toll. Wenn Sie heute im YouTube eingeben, Leica Weltrekord, ist dieser Verkauf zusammengeschnitten auf 2 Minuten. Ja, ja. Und dann siehst du halt einige Gebote. Jetzt nochmal zurück zu Bares Ferraris. Da gibt es ja auch manchmal, sagen wir mal, ganz tolle Dinge, ja, wo plötzlich etwas explodiert, wo man denkt, boah. Gibt's auch. Wie ist es? Also, wenn ihr so mitsteigert, gibt es da wirklich auch so die Lust zu sagen, das will ich jetzt wirklich? Weil das kommt ja im Fernsehen manchmal, nicht schauspielerisch, man denkt, also Moment mal, jetzt der Pauritsch, jetzt ist. Aber ist es tatsächlich dann so, wo er wirklich sagt, jetzt überbiete ich meinen Kollegen? Oder also Kollegin? Wir Händler sind alle auf eine gewisse Art und Weise befreundet. Mhm. Aber an diesem Tisch, wo 5 oder bei der Prime-Sendung 7 Händler sind, oder? Sind wir Konkurrenten. Aha. Jeder kauft mit seinem eigenen Geld für sein Geschäft. Und jeder hat seine gewisse Erfahrung. Wenn da eine russische Dose kommt aus dem 19. Jahrhundert, dann wissen die Leute schon, der Wolfgang kauft sowas gerne, weil ich Kundschaft dafür habe. Mhm. Ich habe im Hinterkopf schon jemanden, der das kaufen könnte. Mhm. Das Problem ist natürlich, wenn man sich als Händler in ein Stück verliebt, dann ist das Händlerhirn ausgeschalten und das Sammlerhirn eingeschalten. Und dann passiert es schon mal. Beschreiben Sie das mal. Was heißt das Händlerhirn und Sammlerhirn? Also, das Sammlerhirn ist, ich kaufe es für mich privat, weil ich es schön finde. Aber das darf er jetzt. Das darf nur mal, aber das kommt durch. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Und wenn ich etwas sehe, das ich habe, und vor allem, wenn meine Kollegen es auch haben wollen, dann weiß ich ja, der hat ja auch seine Cleverness. Und der weiß auch, dass das gut ist. Und dann passiert es schon einmal, dass es sich hochschaukelt, dass wir den 2- oder 3-fachen Expertisenpreis erzielen. Nur, wir haben 3 Millionen Menschen, die zuschauen. Nur in Deutschland. Mhm. Von den anderen Ländern spreche ich gar nicht. Wir haben Zuschauer im Ausland, in China. Das gibt es ja auch in Österreich, die Sendung, gell? Ja, natürlich gibt es ja Bares Ferraris. Österreich ist wieder ein eigenes Format. Da sind Sie aber auch dabei, oder? Da bin ich auch dabei. Ja, okay. Aber die deutsche Sendung ist die erfolgreichste. Ja, und irgendeiner sitzt zu Hause und sagt, das will ich jetzt haben. Und sobald die Sendung ausgestrahlt wird, ruft er an und sagt, haben Sie die Vase noch? Ja, ja, ja. Und dann kann ich sie dem verkaufen. Ah, ja. Daher, also von allen Stücken, die ich gekauft habe bislang in der Sendung, sind bestimmt 75% sofort über die Sendung keine Ladenhüter, verkauft. Oder? Keine Ladenhüter. Ja, ja. Es ist ja so, wenn ich heute eine Sendung produziere, wird die erst 4 bis 8 Wochen später ausgestrahlt. Am Anfang habe ich mir das nicht zu Herzen genommen. Ich habe es sofort im Laden verkauft. Mhm. Und dann rufen die am Tag der Ausstrahlung an und dann ist die Vase weg. Ja. Deshalb habe ich gelernt, wenn ich etwas kaufe, kommt zuerst alles ins Lager. Dann warte ich, bis die Sendung ausgestrahlt wird und dann erst dann hole ich es raus. Jetzt noch etwas, da guckt ja auch das Finanzamt zu. Ihr zahlt ja auch immer Cash. Wir zahlen Cash, das ist alles. Oder ihr macht dann auch irgendwie mit Überweisung, wenn es mal höher geht. Ja, so aber jedes Stück ist mit Rechnung, mit Angaben über den Verkäufer. Jedes wird dokumentiert, beschrieben, was es ist. Ja. Und da also ich quasi auch eine Expertise quasi. Ja, natürlich, eine richtige Quittung mit Durchschlag, so wie das, und das kommt in die Bücher. Ja. Und bevor ich jetzt zu Bares Ferraris fahre, gehe ich zur Bank, hole ich eine gewisse Summe ab, mit der fahre ich dann hin. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was kommt. Ja, genau. Mir ist es schon passiert, dass ich in der ganzen Woche nur 2.000 Euro ausgegeben habe. Mir ist es auch schon passiert, dass ich am zweiten Tag kein Geld mehr hatte. Ja. Da musste ich zur Hypervereinsbank nach Köln in die Innenstadt fahren und wieder Geld abheben, damit das Kassenbuch stimmt. Aber wie, darum heißt es ja Bares. Ja? Also es muss immer bar bezahlt werden, aber es gibt natürlich auch dann Dinge, wo man sagt, den Rest überweisen wir. Es gibt ja auch ein Geldwäschegesetz. Ja, ein Geldwäschegesetz, da ist es ja so, du darfst heute im Edelmetallbereich nur mehr pro Tag bis 2.000 Euro einkaufen, Goldmünzen oder Silbermünzen. Und sonst ist die Grenze, die wird jetzt runtergeschraubt auf 10.000 Euro. Also es wird immer mehr beschnitten. Enger, somit, wenn ich etwas kaufe über 10.000, dann überweise ich 3 und gebe ihm 7 oder ich gebe ihm 7 und überweise ich 3. Ja. Das kann man ja alles schon klären, aber die Sendung heißt immer noch Bares Ferraris. Aber das mit dem Überweisen funktioniert auch. Ja. Aber wie gesagt, da ich nicht weiß, welche Waren kommen, in welchem Wert, bin ich ja immer vor ein Rätsel gestellt und jeder nimmt seine Geldsumme mit. Ein Händler wie der Waldi, der in der Eifel wohnt, der fährt ja jeden Tag nach Hause. Ja, der natürlich. Kann jeden Tag wieder nachladen. Ja, das kann ich ja nicht. Ja, ja, ja. Ich habe da meinen Tresor, da wird das Geld eingesperrt und da wird das rausgeholt, wenn ich etwas kaufe. Ja. Ihr Leben hat sich ja durch Bares Ferraris unglaublich entwickelt. Ja. Und man merkt es einfach. Sie sind so der Mann der Mitte. Ja?
Sie haben ja schon auch logischerweise so Moderationsfähigkeiten, ja. Aber das ist, Sie sind da schon irgendwie, sagen wir mal so, man würde sagen, der Mittelstürmer in der Sendung. Ja? Der Stürmer muss Tore schießen. Du musst Tore schießen. Es ist natürlich schön, dass man in der Mitte sitzt, ja. Aber es ist auch wahrscheinlich der schwierigste Platz, weil du musst als Erster deine Meinung kundtun. Absolut. Und wenn man Fehler macht, aus Fehlern lernt man, man muss sie nur zugeben. Ja. Ist das in Ordnung? Ja. Aber das sieht man in der Sendung auch. Ich habe mich schon unzählige Male vertan und habe was anderes vermutet. Dann weiß es vielleicht ein anderer der vier anderen Händler. Es ist auch schon passiert, dass keiner von uns diesen Gegenstand erkannte. Das ist auch lustig. Nur wenn du es einmal siehst und hörst, dann vergisst du es nie wieder. Also der Lernfaktor ist schon enorm. Ja. Herr Pauritsch, wir könnten Stunden noch weiterreden. Also die Zeit vergeht im Nu. War ganz schön und Sie sind wirklich jemand, der ein Leben hat, wo man sagt, das ist wirklich vorzeigbar. Es ist ein schönes Leben. Man lernt nie aus. Ich habe einen Händlerkollegen, der ist 90, selbst der sagt manchmal, habe ich noch nie gesehen und das macht mich zufrieden. Und Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes keine Antiquität, sondern Sie sind ein ganz toller Mensch. Ja, jetzt bin ich schon alt, ich bin über 50. Nein. Aber herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, gerne. Herr Lischen, es war liebe mir eine Zuschauer, Freude. Ein tolles Buch und ja, wir sehen ihn sicherlich wieder bald bei Paris Ferraris. Wir sehen uns wieder beim nächsten Lischen Talk, bis dahin noch eine schöne Zeit. Legend, der Personality Talk, wurde präsentiert von O2 Business. Ausgezeichnetes Netz für Ihr Business.